Ja, da würde ich sagen, schauen wir uns mal den nächsten an. Und zwar habe ich jetzt hier einen Tabard Vivaldi 55 E2,3. Auch wieder ein sehr schönes Fahrzeug. Ne? Also, ich meine, Tabard ist ja bekannt dafür. Und hier auch wieder schönes Messeangebot. Ne? Klimaanlage zum Messepreis gibt es dabei. 990 statt 2,3. Aber wir jetzt direkt hier außen noch sind, gucken wir doch direkt mal nach den Stauklappen hier. Okay. Aha, okay, mal gespannt. Das scheint ein Bett zu sein mit Aufsteller sogar. Sehr schön. Vorne Gaskasten, typisch bei Tabard. Da hinten ist die Toilettenkassette, kann man schlecht erkennen, weil die stehen halt sehr eng hier. Und das Heck schauen wir uns auch mal an. Ja, sehr schön, ne? Sehr, sehr schön. Ich würde sagen, wir gehen einfach mal rein. Hier auch, ne? Schön Fenster in der Tür und hier so Kleinigkeiten, ne? Hier kann man was, ein Handtuch oder eine dünne Jacke irgendwie hinhängen. Da nochmal Haken. Hier auch nochmal was. Ah, okay, schön. Im Heck, Rundsitzgruppe. Oben drüber, allbekannt, die Dachschrankklappen. Hier nochmal eine kleine Unterteilung drinne. Und selbstverständlich, ne, Tabard mit Soft Close. Die Schränke alle hinterlüftet, damit keine Staunässe irgendwo dazwischen ist. Hier oben schön das Dachfenster drüber mit Kurbel. Küche sehr schön groß mit großen Schubladen, so sieht es aus. Jawohl, guckt mal. Ja, da kriegst du schon einiges rein. Würde ich mal behaupten. Ne? Also das ist schon richtig, richtig. Ach, hier unten ist noch eine Klappe, eine kleine. Ach, da ist aber noch ein relativ tiefes Staufach. Okay. Hier auch Waschbecken. Ein kleiner Drei-Flammen-Kocher. Oben drüber eine riesen Dachschrankklappe. Alter Schwede. Wahnsinn. Auch wieder Soft Close. Hier Klimaanlage. Der Kühlschrank ist direkt im Eingangsbereich. Ja, hat Vorteile, weil so, wenn man jetzt hier an der Küche steht, kann man hier rüber gehen, macht den von da auf, den Kühlschrank. Und ich denke mal, einige von euch kennen es schon. Ist natürlich cool, wenn man von draußen kommt, kann man das Ganze auch von der anderen Seite aufmachen. Unten drunter auch noch mal ein kleines Fach. Hier hängt der Fernseher. Den kannst du dir dann halt einmal zur Seite drehen. Genau. Hier unten ein Apothekerschrank. Hier noch mal einen großen Kleiderschrank. Oh, was haben wir hier oben noch? Ein Schrankchen. Ja, Ablagefächer jede Menge, ne? So, schauen wir hier. Klein, aber fein. Toilette. Duschvorbereitung. Eine Duschwanne ist auf jeden Fall drin. Ob man jetzt hier drin duschen könnte, weiß ich nicht. Die Möglichkeit besteht bestimmt. Ja, und hinten halt. Ne, vorne. Entschuldigung. In der Front hast du halt die beiden Einzelbetten, ne? Oh, aber du bist ja hier. Hier auch wieder 1, 2, 3, 4, 5, 6 Dachschrankklappen für die Wäsche. Ach, das ist schon praktisch. Dann schauen wir mal hier drunter. Ja, habe ich mir schon gedacht. Auf der anderen Seite war ja hier noch eine Stauraumklappe. Ich denke mal, die kann man optional auch nachbestellen. Was ich sehr schön finde, ist natürlich, dass es hier diese Aufsteller gibt. Ne? Dass man nicht das Ganze oben halten muss. Das ist wirklich schön. Und hier kann man auch wieder, wie bei vielen anderen auch, rausziehen und dann kann man sich über die gesamte Breite ein komplettes Bett machen. Ja, ich würde sagen, gelungenes Fahrzeug.
Ja, gehen wir mal raus und schauen uns die nächsten an.